Ja, der Kern und Nukleus dieser Ausstellung ist zunächst immer Henri Rousseau, der als Vater oder fast schon Großvater auch der sogenannten naiven Malerei gerade in Frankreich im wahrsten Sinne des Wortes stilbildend wurde. Als Rousseau 1910 verstorben war, gab es einen wahren Rousseauismus und der ist, man möchte fast sagen, europaweit rezipiert worden. Wir sehen immer wieder Bilder in dieser Ausstellung von Künstlern, sei es Max Beckmann, sei es Richard Seewald, den wir gleich anschauen, die ganzen Expressionisten, die sich alle auf den Künstler bezogen haben. Wir haben hier mehrere Werke in der Ausstellung, unter anderem Henri Rousseau, ist Eva im irdischen Paradies, eine Szene, in der das Geschehen ganz in den Bildforderung gerückt wird, die Landschaft durch das Dickicht, das sehr zum Teil naiv und akribisch aufgefasste Geflecht dargestellt wird. Rousseau war bekanntlicherweise nie im Urwald, obwohl er sehr viele Urwaldbilder gemalt hat, ob es letztendlich einfache Farne oder auch Büropflanzen waren, die er hier in das Bild hinein imaginiert hat, darüber streiten sich die Interpreten. Wir haben allerdings ein weiteres wunderbares Gemälde hier in dieser Ausstellung, nicht nur Campendonk, der ihn rezipiert hat, oder August Macke, sondern ein Gemälde von Richard Seewald, das im Grunde so aussieht, als wäre es von Rousseau gemalt. Auch hier ein metaphorisches, großes Geschehen im kleinen Unkraut. Jagen und gejagt werden. Eine schwarze Katze, die hier wie nachts beim Fangen eines Lurches erwischt wird. Ein weiterer Salamander entflieht im Bild. Oben eine Gottesanbeterin, die auch zu Schabernack bereit zu sein scheint. Ein wunderbar gemaltes, sowohl Pflanzen, Stillleben in der Natur und zugleich eine fantastische Darstellung, die schon kleine Momente des Surrealismus vorwegnimmt.